Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Ja, in diesem kleinen Video möchte ich euch einen Speedtest über LTE mit dem Sony Xperia Z1 Compact zeigen. Das Xperia Z1 Compact ist relativ neu. Es ist sehr gut ausgestattet, also es hat den neuesten Chipsatz, den man aktuell bekommen kann, den Snapdragon 800 von Qualcomm. Und der integriert ist ein Modem, welches GSM, UMTS und LTE beherrscht. LTE auf allen Frequenzbändern, die in Deutschland benötigt werden. Ja, und LTE eben Kategorie 4 bis zu 150 Megabit. Wie wir hier sehen, bin ich im LTE-Netz eingebucht. Der Empfang ist relativ gut. 800 Megahertz bei Vodafone. Und ich habe hier die Speedtest-App installiert. Ja, und dann werden wir einfach mal schauen, wie schnell dann das LTE-Netz von Vodafone hier ist. Also technisch gesehen maximal 70 Megabit, da wir 800 Megahertz haben. Und ja, jetzt werden wir mal hier einen Test durchführen. Die 150 Megabit erreicht ihr eigentlich nur im Netz der Telekom und bei Vodafone in großen Städten, entweder auf 1800 oder auf 2600 Megahertz. Ja, und hier haben wir einen Ping von 39 Millisekunden, was schon mal relativ gut ist. Wir haben einen Downlink-Speed von etwa 27 Megabit. Ja, und einem Uplink-Speed, der auch sehr gut ist, von etwa 20 Megabit. Der Downlink-Speed ist hier nicht ganz so toll. Allerdings, der Empfang ist natürlich auch nicht besonders gut. Also, der ist schon gut, aber nicht extrem gut. Wir haben hier 4 von 5 Balken. Und die Balkenanzeige sagt auch nicht ganz so viel über den eigentlichen Empfang aus. Die kann ja jeder Hersteller kann die Balken selbst anzeigen, wie er will. Und ja, also 27 Megabit im Downlink hier aktuell mit Vodafone LTE und 20 Megabit im Uplink. Höhere Geschwindigkeiten dann, wie gesagt, entweder bei Vodafone in der Stadt oder bei der Telekom auch in den großen Städten mit Kategorie 4 dann. Ja, so viel zu einem LTE-Speedtest im Netz von Vodafone mit dem Xperia Z1 Compact und vielen Dank fürs Zusehen.